So, und an dieser Stelle, hallo und herzlich willkommen zur zweiten Folge Train Fever Nordic. Ich beende das Quatschen aus dem Off, denn ich habe die Folge einfach ein bisschen geschnitten und ich wünsche viel Spaß mit dem zweiten Teil der ersten Folge sozusagen. So, das müsste noch und so. Gut. So, so. Gut, jetzt haben wir genügend noch. Linie 1. Also die Tram 1 würde ich gerne auf die Linie 3 schicken. Genauso wie die Tram 2. Und die Tram 3, die schicken wir auf die Linie 4. Ich hoffe ja, dass jetzt bald schon mal die nächsten Sachen kommen. Aber ich vermute, dass ich da noch lange warten darf. Es geht in die Richtung, mein Guter. Siebenundzwanzig und hier warten auch so 12. Das heißt, eigentlich müssen wir einen sehr, sehr langen Zug an sich bauen. Okay, das ist tatsächlich der. Dann warten wir doch mal, bis die zwei auf dem Rückweg sind. Dann haben wir nämlich vielleicht auch einen etwas ausgewogeneren Takt. So. Jetzt ist zumindest einer von denen auf dem Hinweg. Hmm.
Gut. Was ich aber schon mal machen könnte, ist... Gut, die bleibt auf seinem Niveau. Aber das hier kann man doch so bauen. Oh ne. Oh Mist. So, nochmal. Jetzt gehen wir wieder hoch. ...109.000 brauchen wir. Gut. So, damit hätten wir das auch gemacht. Hier kommt dann nämlich der nächste Bahnhof hin. Was ich immer schade fand, ist, dass man... Womit hat man die... Naja, mit N und mit M. Ich fand es schade, dass man das nicht viel feinstufiger einstellen konnte. Das habe ich aber, glaube ich, schon immer bemängelt. Oh, endlich eine neue Lok. Das heißt, wir tauschen die jetzt gleich direkt aus. Nur hier bereite ich gerade schon mal alles für die S-Bahn. Ja, ich bin schon großflächig am Planen. Und ich weiß, dass mich das wieder in den Ruin treiben wird. Aber ich habe das Spiel schon immer sehr verschwenderisch gespielt. Für wie lange sind diese Fahrzeuge gedacht? Das müsste ich jetzt natürlich wissen. Für wie viele Jahre? 20. Ein Viertel davon sind 5. Die sind doch jetzt schon 5 Jahre alt, ne? Ja. Also auswechseln, nach 25% Fahrzeug wählen. 60 Stundenkilometer und 4 Wagen. Ja.
Komm schon, wenn der erste Zug eingetroffen ist. Stundenkilometer. Die Linie hat gerade angefangen, Ertrag zu machen. So, der ist jetzt gleich unterwegs ins Depot. Da wollen wir doch schon mal eben... Ach, 250.000 nur. Oh, jetzt haben wir schon 9 Millionen. Und die jetzt ab nach oben. Jetzt die Wagen kurz runter. Hoch, hoch, hoch. Und noch einen Wagen dran. Und ab auf die Linie mit dir. Stundenkilometer. Das ist so schon mal viel besser. So, komm schon. Gut. Und jetzt brauchen wir wieder volle Geschwindigkeit. Was kosten nochmal die Ersatzzüge? 370.000. Sobald der Zug jetzt gleich im Bahnhof ist, sollen die den bitte austauschen. Ja. Gut, wurde ausgetauscht. Oh. Wir haben hier übrigens einen Güterbahnhof aus Versehen hingebaut. Ach ja. Ja, können wir sofort machen. Ich möchte nur noch mal kurz eben hier den Bahnhof noch mal neu machen. Okay.
komm schon. Ja. Ja. Mist. Dreck. Gut. Dann müssen wir echt warten. Denn wir haben schon unseren gesamten Kredit aufgebraucht. Oh nein. Der Zug geht ins Depot. Und dann soll der verschrottet werden. Bitte. Ah, okay. Gut, auf der Strecke muss ich die gleich nochmal entfernen. Das sind coole Signale, muss ich sagen. Oh, 369.000. Warum macht ihr schon wieder so viel Minus? So, der Zug 2. Gut. Aber an der Stelle würde ich erstmal sagen, bedanke ich mich fürs Zuschauen. Ich denke mal, ich werde das in 2 Folgen schneiden. Wir werden es ja sehen. Und ich bedanke mich fürs Zuschauen und wir sehen uns beim nächsten Mal vom Let's Play Train Fever Nordic. Bis dahin und bye bye.